Du sagst, unter den Salafis beten viele verschieden. Und Ibn Abd al-Wahhab hat unter dem Bauchnabel gebetet, also die Hände unter dem Bauchnabel im Gebet. Aber Al-Albani sagt, unter dem Bauchnabel im Gebet ist schwach. Wer hat nun recht? Was ist Sunna? Wir müssen eine Sache verstehen. Der Grund, warum sich Meinungen von Gelehrten unterscheiden, ist oft die Klassifizierung von einem Hadith oder wie man bestimmte Hadithe, die sich offensichtlich unterscheiden, zusammenbringt. Ich habe über diese Frage mit einem Scheich gesprochen aus der Jamia Islamia in Medina. Ja, und ich fand diese Aussage sehr überzeugend, weil wir sehen große Gelehrte wie Imam Schafi, die die Hände auf der Brust haben. Und auf der Brust heißt nicht hier. Es wäre nachher. Auf der Brust bedeutet hier. Okay? Und auf der anderen Seite haben wir große Gelehrte, wie zum Beispiel Imam Abu Hanifa, die die Hände unter dem Bauchnabel. Dieser Hadith-Gelehrte, und das ist oft das Gute, wenn man später kommt, im Allgemeinen bevorzugen wir das Wissen der Früheren, dass sie die Aussagen der früheren Gelehrten, insbesondere heute mit Computer etc., schnell zusammenbringen können. Ihr müsst euch vorstellen, früher gab es das nicht, dass man sofort die ganzen Informationen vor den Augen hatte. Man musste lange forschen, in den Büchern schauen. Und er meinte, nach seiner Forschung, sowohl hier als auch hier, ist alles nicht gesichert. Wo es genau was ist gesichert, dass die rechte auf der linken liegt. Aber wo genau ist nicht gesichert. Sheikh Al-Albani, das ist sein persönlicher Ijtihad als Hadith-Gelehrter, bevorzugt es auf der Brust. Im Hanbali-Madhhab ist die bevorzugte Meinung unter dem Bauchnabel. Deswegen, als ich 2004 in Mekka angefangen habe zu studieren, ja, da kam der Mufti von Saudi-Arabien, Abdulaziz Al-Sheikh, kam nach zu Jami' Umm al-Qura, hat dort einen Vortrag gehalten. Da haben wir mit ihm zusammen in der Musalla gebetet. Da habe ich gesehen, wie er gebetet hat und die Hände unter dem Bauchnabel hat. Und sehr viele Gelehrte in Saudi-Arabien haben die Hände unter dem Bauchnabel, große Anzahl. Sheikh Uthaymin hat die Hände auch auf der Brust. Er bevorzugt diese Aussage genau, was Sheikh Al-Albani sagt. Und der Sheikh, mit dem ich gesprochen habe, Sheikh Mohammed Falata heißt er, er meinte zu mir, und das ist eine Erleichterung für die Umma, sagte er. Weil es kann zum Beispiel sein, jemand fällt es schwer, die Hände so zu haben, oder es ist eng, oder was auch immer. Und deswegen ist es offen, ob ich die Hände hier habe oder da habe. Und im einen sind wir uns einig. Selbst wenn du aus Faulheit die Hände hängen lassen würdest, das Gebet wäre gültig. Es ist eine Sunna, die Hände zu binden. Wo ist es Sunna? Entweder unter dem Bauchnabel oder auf der Brust. Und egal, was du davon machst, dein Gebet ist gültig. Alhamdulillah. Und deswegen durch Wissen, guck mal, hier redet ein sogenannter Salafi, durch Wissen beginnt man, andere Meinungen zu respektieren. Und das hat nichts mit Salafi oder Hanafi oder was auch immer zu tun. Es gibt sture, fanatische Madhab-Anhänger und es gibt sture, fanatische Salafis. Und alle diese Leute haben, oder meistens haben diese Leute eins gemeinsam, dass sie wenig Wissen haben, dass sie wenig Ahnung haben. Du kommst zum Beispiel in die Moschee und machst eine bestimmte Sache, die sie noch nie kennengelernt haben, und sie denken, boah, was macht er denn dort? Deswegen, wie gesagt, cool bleiben.